So, moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Battlefield. Heute wieder eine Runde Feuerschaft auf der Map am Rande des Reiches. Und wie gesagt, wir werden auch noch eine zweite haben. Wir werden das heute wieder so schnippeln. Wie gesagt, ich bin noch immer in der Vorproduktion. Wie gesagt, ich habe die Kommentare noch nicht lesen können, ob er das so, ob es euch so gefällt, wie ich das aktuell mache mit dem Schneiden. Das müsst ihr mir dann, könnt ihr trotzdem noch in die Kommentare reinschreiben. Aber ich bin noch in der Vorproduktion aktuell und kann deshalb nicht auf euch willkommen da reingehen. So. Gasgranate, wichtig, wichtig, wichtig. Vielleicht kommen wir noch rein. Wow. Das war schon mal eine kranke Reaktion. Ja, wir haben einen Trupp-Kill hier erzählt als Hilfe. Nice. Freut mich. Wir sind befördert worden. Nice. Wir sind befördert worden. Und holen hier gleich mal. What the fuck? Forschungskill? What the fuck? Was ist hier los? 3 zu 1 hier. Lol, Alter. Wir bekommen dann die Kills nach der Reihe hier. Ah, ist ein easy Punkt da für uns. Oder easy Kills für uns. Ah, haben uns leider nicht mehr geholt hier die Punkte. Egal. Trotzdem geil bisher. Wir sind gerade dabei, C einzunehmen. Haben sie eingenommen, nice. Aktuell läuft es wieder nicht so für unser Team. Also die Gegner haben jetzt echt gut aufgeholt. Ah, da hat er mich gut weggemacht hier. Modell 10A hat mich hier gekillt hier. So, wir sind wieder hier gespawnt hier. Boah, da wird mir gleich attackiert hier. Ja, und sind gleich wieder dort hier vom Eisschüssen. Spawnen und dann sind wir gleich wieder dort. Haben wir keine Chance hier. Weil musst du hinten liegen bleiben und das hilft mir nichts mit deinem B18. Da muss ich vorgehen. Schade. So, geiler Kill hier. Jetzt endlich wieder eine geile Situation. Seit extrem langer Zeit. Boah, es hat noch funktioniert, den zu killen hier. Krass, rein, 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 rein. Boah, safe. Da ist der nächste, boah. Nächster Kill. Ja, jetzt sind wir tot hier. Keine Chance mehr. Aber wir haben eine Granate noch fallen lassen hier, als uns noch das Messer aufgeschützt hat. Hat noch ein paar Punkte bekommen. Haben noch ein paar Punkte dafür bekommen. Nice. Haben auch noch eine geile Feind damit gegötet. Geile Sache. Da haben wir noch Punkte bekommen. Da habe ich noch schnell reagiert hier. Sind die Gegner schon alle weg hier? Ne, das sind noch Gegner, dachte ich mir, ja. Weil der hat den gerade aufgeschlitzt hier. Okay. Das war jetzt sehr unüberlegt, wie ich darauf gerannt bin. Schade. Schade, schade. Da hätte ich viel besser aufpassen können hier. Aber ich einfach mal schnurstracks rauf wollen. Und dann habe ich schon verloren hier. Ja, schönes Kill. Schönes Kill hier. Sprachfehler am Start hier wieder. Sind die noch da? Boah, da ist noch einer. Wo ist er? Wo ist er gewesen? Der ganz unten war der mit dem Meisterschütze. Stark, stark geschossen, der Scharfschütze. Muss man ihm lassen. Dann wissen wir, wo der ist jetzt. Wieder schöne Punkte hier durch das Einnehmen. Richtig. Das war schlecht getroffen, hier nur 90 Schaden hier. Dann messet er mich hier 9 zu 8. Da wäre das 9 zu 9 hier locker drin gewesen. Was 8 zu 9? 9 zu 8. Mehr drin gewesen hier. Was 10 zu 7 meine ich halt. Nicht 9 zu 8 hier. Was rede ich hier? Kriege schon wieder Shit hier. Durchs Gas durch hier, ist mir egal. Mir ein bisschen Schaden nehmen. Oben ist ein Gegner. Da müssen wir jetzt rauf. Oder auch runter wieder. Und dann killt uns hier. 9-9. Aber 1 KDB aktuell auch. Also ich bin stolz. Also mit 1 KDB bin ich zufrieden. Das kann man machen, als das kann, das ist eine gute Leistung im Battlefield. Das muss man erstmal schaffen, eine 1 KDP. Wenn man halt in so einem, nicht so guten Team ist, wie ich bin. Alter, ist keine Ahnung, wie irgendwas passiert ist gerade jetzt. Es sind zwei Spieler gegen, also zwei Spieler von uns gegen zwei Spieler von denen gewesen. Krass. So, nice, wir haben die Gasgranate untergeworfen, auch schon ein bisschen Schaden gemacht. Aber leider ist kein gestorben von denen da unten. Aber von den Punkten her sind wir weit oben in meinem Team. Das sind wir echt weit oben. Bin ich mich getäuscht hier. Da dachte ich, das ist ein Gegner, ich gehe einmal hier drüber und krieg hier absoluten One-Shot rein. Das gibt's doch nicht. Ich krieg hier einen One-Shot rein. Ja, nice. Der Kill war wichtig wieder.
Boah, jetzt nochmal Granaten hier. Junge, Junge, Junge. Ziemlich am Eskalieren gerade gewesen. Also ich riskiere es einmal, gehe mal da raus. Ich treffe ihn hier nicht. Das gibt's nicht. Ich treffe ihn hier nicht. Wie schlecht war das gerade? Deswegen habe ich auch das Duell hier verloren. Wenn ich dann einfach nicht genug Aim gehabt habe, um den hier zu killen. Bitte. Ein bisschen warten hier, bevor wir ins Gefecht gehen und... Ich gehe automatisch einmal raus und dann wupp, ist er, ist schon der Tod drin wieder, ja? Also Magma ist echt bitter, da denkst du wirklich, es ist random, dass du gekillt wirst. Ich würde gerne mal runterspringen, aber das hat nicht funktioniert hier. Ich wollte hier runterspringen, damit verlieren wir die Runde, schade, ganz bitter. Und hätte hier fast auch Platz 1 geschafft, das war knapp daneben, hier 130 Punkte. 11 zu 14 Kill-Death-Fightness, bin zufrieden damit. Schauen wir auch gleich noch, ob wir Bellback bekommen haben, schauen wir mal gleich. Ah, Bellback haben wir leider keins hier, aber dafür haben wir wieder hier Punkte gut gemacht, sind jetzt auf Level 38 aufgestiegen und haben jetzt auch schon wahrscheinlich deinen kleinen Teil hier auf Level 39, Richtung 39, na, so viel, okay, das passt schon. Gehen wir gleich in die nächste Runde rein, bis gleich. So, jetzt geht's wieder weiter hier mit der zweiten Map hier, mit der zweiten Runde Battlefield in dem Video. Die erste Runde haben wir leider verloren. Schauen wir mal, ob wir jetzt besser sind. Wir sind ein bisschen in Unterzahl. Leider. So, wir gehen so rüber. Gleich hier. Gleich jetzt Action. Bin ich davon schon eingestellt hier. Boah, da sind gar nicht mal so viele hier so rüber gegangen. Da habe ich gleich Sniper Action reinbekommen hier. Ah, da sind die Gegner. Ich habe mich zu spät umgedreht hier. Fakt nur 2. Ich habe wieder einen Bug gehabt, dass ich gleich zu Beginn einen Tod habe, bevor ich überhaupt eine Sekunde gespielt habe. Echt bitter. Da ist einer. Ja, mit dem Bayonet. Dann doch souverän noch gemacht hier. Boah, nice. Oh, ich habe 28 Leben oder so und dann gewinne ich das Duell hier noch. Da habe ich überhaupt nicht gesehen hier. Ganz schlecht von dem gemacht. Oh, da habe ich gesehen, dass er rauskommt, wollte ihn dann gleich eine reinhauen, aber weiß nicht mehr gern. Hätte ich besser eine Atombombe reingeworfen, würde ich gerade sagen. Eine Gasgranate reingeworfen. Ist noch jemand drinnen? Oh, da ist noch drinnen. Wie schlecht ist das hier gegen den hier? Mit dem bei 18 Graben keine Chance, wenn ich so schlecht ziele. 2 zu 4. Aber dafür Killhilfe wenigstens. Aber wir sind im Moment wirklich am Gewinnen hier. Das haben wir mal das Gewinner-Team, obwohl wir weniger sind. Das habe ich auch noch nicht oft erlebt. Da wollte ich gerade hingehen, aber automatisch graben. Da hat er einfach noch 3 Leben hier. So bitter wieder. Wenn ich dann so einen Tod immer bekomme hier. Boah, gut gemacht hier. Gehen näher. Oh, da ist ein zweiter noch. Ich habe den zweiten nicht gesehen hier. Hat nur den ersten gesehen. Oh. Geht's doch nicht hier. Geiler Kill hier. Ein wichtiger Kill jetzt. Da ist der Gegner noch. Automatischer Sturm killt mich hier. Schade. Ah, der Medi läuft doch weg von mir. So, jetzt haben wir hier einen Sturmsoldaten gefunden. Eine Elite-Klasse, wo wir hinten nachrennen können. Aber wir machen es gleich auf eigene Faust. Boah, ich hab mir gedacht, ist es ein Gegner oder nicht? Man muss kurz überlegen. Hab mir gedacht, ich gehe da trotzdem drauf, den Gegner. Ich hab gerade noch rechtzeitig es geschafft hier. Oh, ich wollte gerade ihm mein Bayonet reinstecken. 8 zu 8, 8 zu 7 hier. Oh, über eine 1 KDB. Aktuell noch. Schauen wir mal, ob er das über die Zeit bringt. Das wäre echt mega. War gut, dass er ihn gemacht hat. Jetzt gegen den Gegner hier. Boah, ich hab zum Glück gehabt, dass ich dann doch noch halbwegs gut getroffen habe hier. Gasgranate. Oh shit, 5 Life hat er noch hier. 5 Life, hätte ich nur einmal anschießen bauen, dann wäre er tot gewesen. Und ich sterbe hier gleich mal das erste Mal. Gegner, der mit der Meisterschütze hat es da, selbst da der M1916. 10-10. Die M1916 Meisterschütze ist echt geil, also das ist auch, macht mich nicht wunderbar, dass dich die Gegner killen, wenn die spielen.
oder wenn du die Gegner killst, wenn du die spielst, ist das einfach nur eine geile Waffe. Kann ich nur jedem empfehlen, der M90 setzen. Boah, das war wichtig. Ich den nächsten Kill hier, Gasgranate aufsetzen. Gasmaske aufsetzen. Und gleich hier noch einmal, gleich wieder dorthin, wo wir gerade gespawnt sind. Und gut gestorben sind wir nicht. Ja. Und dann sind wir wieder dort, dieser Selbstleiter-Typ, killt uns hier wieder. Aber wir haben auch schon viermal gekillt, also ist es trotzdem noch geil. Boah, das ist schon, das ist ein Gegner hier. So, Gasgranate rein. Jetzt Gasgranate rauf hier, also Gasmaske rauf hier. Na, jetzt haben wir getötet hier. 15, 13. Oh, schade. Wieder tot hier. Das war jetzt nicht so gescheit hier. Muss ich ehrlich sagen, hier, was ich gerade gemacht habe, 16, 15. Ganz schlecht hier, ganz schlecht. Wie gemacht, ich versuche die Gasgranate reinzuwerfen. Das war so dämlich für mich gerade, 16, 16. Wow, das war wichtig hier. Ja, jetzt haben wir gekillt hier von denen hinten, aber 18, 17. Wieder positive KDB hier. So, jetzt nochmal hier in den Bunker rein hier. Ja, wow, Elite-Klasse steht da vor mir. 18, 18. Da haben wir dann nicht sehr viel Chance hier. So, und jetzt ist das Match auch gleich für über 98 Punkte für die Gegner. Ich muss nur schauen, dass ich hier einen 1 KDB halt hier. So, Gasgranate raus da. Das ist wichtig hier. Die 1 KDB ist mir sehr wichtig und deshalb spiele ich hier auch ein bisschen defensiver wie normal. Normal wäre ich da schon drauf gerusht hier auf den ersten. Hätte wahrscheinlich auch den Kill gemacht, aber das darf ich jetzt hier nicht raushauen hier. Wow, da stehen zwei hier, da stehen zwei Stück von den Gegnern. So bitter. So 18, 19. Eine Chance habe ich noch irgendwie ins Screen hier, um auf 19, 19 zu stellen. Hier ein bisschen haben wir noch. Den haben wir gleich gewonnen hier. Ja. Ja, 2019. Nice. Ah, da nicht vorgesehen hier. 2020 am Schluss. 2020 werden wir spielen hier. Das Match verlieren wir leider. Ich bin zufrieden. 1 KDB mit 20 Kills. Das kann man schon mal machen hier. Sieben. Wir gewinnen das hier. Nee, wir gewinnen es nicht mehr. Zucken ab hier, wir hätten das gewinnen können noch. Ich krieg ja auch noch Schaden rein hier. Unglaublich. 98, 99. Wir verlieren es hier mit 98 zu 100. Ganz knappes Spiel hier. Oh, das war echt nochmal Nervenflattern hier am Schluss, was ich da bekommen habe hier. Krasses Match. Also solche Matches wünscht man sich im Battlefield immer. Solche knappen Matches, wo der Gegner auch mithält. Dann pusht man sich auch selber hoch dann. Die finde ich immer geil. So. 4.103 Punkte gesammelt. Vielleicht bekommen wir noch ein Bellback hier für die geile Runde hier für 20 Kills. Wäre schön, wenn wir es noch eins bekommen würden. Schauen wir rein, ob wir die bekommen, ob wir noch eins bekommen haben. Bellback. Leider nein, kein Bellback mehr, aber wir sind hier wieder um einiges angestiegen hier. Wieder gut gekämpft hier. Und damit war es das mit der Runde Battlefield. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Schreibt auch gerne wieder in die Kommentare, ob euch das wieder gefallen hat, wie das so aufgeteilt ist hier mit den ganzen Schnitten und so. Schreibt das gerne rein. Und wie gesagt, damit sehen wir uns bis zur nächsten Folge von Battlefield. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß. Ciao, euer Dani.